Damit morgen, Freunde, willkommen wieder zurück auf meinem Kanal Proxys. In diesem Video kaufen wir einen Fortnite-Account über noskins.com, also besser gesagt nobodyskins.com, und werden gucken, ob wir wirklich Renegade Raider bekommen für 1400 Euro, wie es versprochen wird, auf der Webseite. Dafür, dass ich 1,4k ausgebe, meine Freunde, lasst jetzt ein Like da und abonniert diesen Kanal und schreibt so oft, wie ihr könnt, euren Epic Games Namen rein, um ein Skin im nächsten Video zu gewinnen. In diesem Video hat einer gewonnen und das ist Lost30GG. Der bekommt jetzt sein Fortnite geschenkt. Wenn du auch gewinnen willst, dann schreibst du auch, wie du kannst, dein Epic Games Name in die Kommentare. Lass ein Like da und abonniere diesen Kanal. Freunde, greift natürlich auch in iShop meinen Creator Code Proxys ein. Ganz wichtig und richtig für den maximalen Support, meine Freunde. Proxys eingeben, doppelt E, das vergisst man nie. Nehmt den an und dann seid ihr richtige Ehrenmänner. Geschenk kaufen und du hast ein Geschenk bekommen. Viel Glück damit. Wir kennen ja alle meinen Account, meine Freunde. Wir haben hier einmal den Proxys-JT-Account, wo wir natürlich viele Emotes haben und alles Mögliche. Hier ganz schnell auf schnelle Welle. Gucken wir uns das ganz schnell hier an. Wir haben hier ganz viele Skins und wir werden heute einen Account kaufen, der über 1400 Skins haben soll. Und Renegade Raider, Iconic und alles Mögliche, aber dafür 1,4k, 1400 Euro ausgeben. Ich kann es mir einfach nicht vorstellen, dass man wirklich Renegade Raider damit bekommt. Ich weiß auch nicht, ob das real ist. Ich werde jetzt einfach diese 1400 Euro investieren, meine Freunde. Und einfach investieren, ob das real ist oder nicht. Ich hoffe, dass es real ist. Wenn es nicht real ist, ja, dann ist es ein riesen F für mich, meine Freunde. Okay, wenn wir auf der Seite sind, dann sehen wir hier einmal den Renegade Raider Account für 1400 Euro, meine Freunde. Dann einmal die Mystery Box für 11,90 €. Season 4 Mystery Box für 33 Euro und einmal die OG Mystery Box für 17,85 €. Wir werden aber jetzt hier Get Raider Account kaufen und in der Produktbeschreibung steht auch, dass wir ein explosives Spitzhacken bekommen und Renegade Raider. Also das muss ja irgendwie real sein. Und ich würde mal sagen, wir packen den gleich hier mal in den Warenkorb rein. Und meine Freunde, die haben ja auch billige Sachen. Zum Beispiel hat man hier kann man sich hier einen Fortnite-Account, also einen Mystery Box kaufen, wo man vielleicht ein OG-Account bekommt, vielleicht auch nicht, mal sehen, für 11 Euro, dann kann man sich hier was gönnen. Auf jeden Fall mega nice, dann sind hier einmal so ein Harley-Quinn-Paket, könnt ihr euch hier holen. Dann könnt ihr euch hier V-Bucks holen, alles mögliche. Okay, was gibt's hier noch? 12.000 Euro! Das Fortnite Bumble Deal Dark Vertex. 500 V-Bucks, so Xbox One, Freunde. Soll ich das mir holen? Schreibt es das mal auch in die Kommentare. Für 11.000 Euro! Oh mein Gott, okay, das ist schon mega krass, okay. Aber ich würde mal sagen, wir nehmen hier den Renegade Raider Account und hier steht Produktbeschreibung zu Renegade Raider Account. Bist du bereit für die ultimative Gaming-Abenteuer im Vorteil? Hol unsere Renegade Raider Account und steigere dein Spielerlebnis auf nächste Stufe. Eigenschaften des Renegade Raider Accounts. Skins. Dieser Account verfügt über seltene Renegade Raider Skins. Also da wird ja gesagt, wir bekommen Renegade Raider. Eigentlich muss es ja real sein, so gesehen. Der sich auf die Masse abhebt. Okay, okay. Die Pickaxe mit explosive Pickaxe. Also das bedeutet explosive. Die Galaxy Spitzhacke und die Livana Axt, glaube ich. Die würde auch da reinkommen, rein theoretisch, weil die war ja auch sehr selten in Fortnite. Ja, aber für 1400 Euro sehr viel Geld, meine Freunde, würde ich mal sagen. Ich würde mal sagen, wir packen es jetzt mal im Warenkorb. Dann gehen wir hier mal weiter und gehen zur Kasse. Okay, es wird die Seite geladen. Ich bin mega gehypt. Und wir geben hier erstmal unseren Vornamen und alles Mögliche ein. Wir haben jetzt 4 Minuten Zeit. Wir kaufen das letzte und wir bezahlen das letzte, meine Freunde. Bis gleich. Okay, meine Freunde, ich habe jetzt den Einkauf getätigt und ich habe mir jetzt den Account geholt, meine Freunde. Hier steht auch vielen Dank für deinen Einkauf. Deine Bestellung war erfolgreich. Du erhältst in den nächsten Minuten eine E-Mail zu deiner Bestellung, also besser gesagt zu deinem Produkt. Solltest du mehrere Produkte erwärmt haben, sollten die in nächster Zeit blablabla bekommen. Ihr seht hier Renegade Raider Account, 1400 Euro. Menge einmal, weil man kann den nur einmal holen. Mehrwertsteuer 200 Euro, Nettopreis 1200 Euro. Insgesamt habe ich in diesem Video 1400 Euro ausgegeben, meine Freunde. Und ich würde mal sagen, wir warten jetzt, bis die E-Mail ankommt mit den Renegade Raider Login-Daten. Ja, deswegen bis gleich, meine Freunde. Hey, meine Freunde, ich habe jetzt eine E-Mail bekommen und zwar über meinen Spam-Ordner. Ihr seht es hier gerade. Über meinen Spam-Ordner hier steht Renegade Raider Account nobodyskins@gmail.com. Okay, hier ist einmal die E-Mail lakegeord@kerbest.com und das ist das Passwort, meine Freunde. Das Passwort sieht mega, mega riesig aus. Ich würde mal sagen, wir locken uns das erstmal ein im Epic Games Launcher
um zu überprüfen, ob das so real ist, wie es gesagt wird, oder ob wir gescampt wurden. Weil ich vermute, dass wir wirklich gescampt wurden, meine Freunde. Und dass ich 1400 Euro einfach so ausgegeben habe, für nix, auf hart gesagt. Okay, Freunde, wir gehen jetzt in diesen Account rein. Ich habe mir die Accountdaten geändert, damit ihr euch nicht einloggt, gestingelt. Und wir bekommen vielleicht Renegade Raider für 1400 Euro, meine Freunde. Bin gespannt, ob die Webseite so wirklich so real ist, wie die sagt, dass man für 1400 Euro wirklich Renegade Raider bekommt oder nicht. Bin mega gespannt. Okay, wir gehen jetzt in die Lobby rein. Stellt die Verbindung her, lasst unbedingt ein Like da und abonniert den Kanal dafür, dass ihr für 1400 Euro einen Account gekauft habt. Wir legen jetzt los. Erkunde schneller denn je. Durchsuche draußen wie blablabla. Los geht's. Wir haben Travis Scott. Wir haben Travis Scott, Freunde. Wir haben 10.000 V-Bucks. Oh mein Gott. Okay, ich würde mal sagen, wir gehen jetzt erstmal auf Spind. Wow. Das macht mir ein bisschen Angst, weil hier nur eine 6 steht und hier eine 9 und hier eine 10, hier eine 9, 9, 9, 2, 1. Das macht mir jetzt ein bisschen Angst. Aber wir gehen jetzt sehr thematisch durch. Wir gehen zuerst Ladebildschirm. Danach gehen wir bei der Mucke. Dann sind wir bei den Bannern. Dann gucken wir die Waffellackierung an. Tänze, Sprays und Sticker gucken wir uns dann an. Kondensreifen, Spitzhacken, Ritterschild. Wow, mega krass. Und wir haben Travis Scott drin. Wir haben Travis Scott. Freunde, schreibt es auf, wie ihr könnt euren Epic Games haben in die Kommentare. Denn in der nächsten Zeit werde ich die 10.000 V-Bucks in Shorts und Videos raushauen. Aus den Kunden. Schreibt es auf, wie du kannst dein Epic Games haben in die Kommentare. Okay, ich würde erstmal sagen, wir fangen bei Ladebildschirms an und wir scrollen erstmal ganz nach unten. Da haben wir einmal hier ein Ladebildschirm von Rette die Welt Set, das man nur bekommt, wenn man Rette die Welt hat, meine Freunde. Das ist mega krass, kann man sagen, was man will. Dann haben wir hier nochmal ein Rette die Welt Set, glaube ich, ein Ladebildschirm, metalle Aufträge. Das ist auch von Rette die Welt drin, ne? Das ist auch mega, mega krass. Und wir haben hier einmal taktische Schrotflinte von der Season 3. Ich würde erstmal sagen, hier, da haben wir schon geändert. Perfekt. Okay, dann haben wir hier einmal die Minigun drin von der Season 3. Auch mega nice. Und wir haben hier einmal die Elite-Agentin als Ladebildschirm von der Season 3. Das bedeutet eigentlich, wir könnten jetzt jeden Skin haben geführt von der Season 3, das mega nice ist, denn sonst würden wir ja keinen Ladebildschirm haben. Und wir haben insgesamt 611 Ladebildschirme. Wir gehen schnell hier durch, ganz schnell durch. Wir haben hier einmal natürlich das Wigner-Button. Auch mega nice. Dann gehen wir hier weiter. Ich weiß gar nicht, was ich sagen soll. Wir haben hier einmal It's ACTV 2.0. Freunde, ich finde hier keinen Busbanner. Okay, das ist erstmal jetzt egal. Wir gehen weiter zu Waffellackierungen. Dann haben wir einmal eine neue Waffellackierung. Der dunkle Ort von Kapitel 4, Season 4. Von dieser Season sogar. Okay, mega krass. Wir scrollen wieder nach unten. Oh. Ich glaube, das erste Banner war Season 8, glaube ich, oder Season 7. Hier ist das erste Banner, Season 7, Zuckerstange. Okay, mega krass, okay, wir haben auf jeden Fall hier natürlich auch Waffenlackierungen, die natürlich sehr wichtig sind, um zu bezeugen, dass wir Renegade Raider vielleicht bekommen. Wir haben insgesamt 663 Waffenlackierungen. Fangen wir an. Wir haben hier einmal langsames Klatschen von der Season 1. Dann haben wir einmal Fingerpistole. Falsch ab und mal den Emote, ist mein Lieblingsemote. For real. Ist wirklich mein Lieblingsemote. Dann haben wir einmal Bel Air. Dann haben wir einmal Zorn von der Season 2. Dann haben wir einmal Winken. Dann haben wir einmal Herz von der Season 2. Dann haben wir natürlich Verstohlen. Also für mich sieht das so aus, ob wir wirklich Renegade Raider auf diesen Account bekommen. Denn wir haben hier Zahnseide. Wir haben jetzt hier auch Ponyritt. Wir haben hier einmal Verliebt. Hier einmal Salut. Wir haben hier Finger hoch, Finger runter. Busch. Okay, Freunde. Wir haben es jetzt erstmal gemacht. Wir sind jetzt bei Space Stickers und Tänze erstmal fertig. Wir haben 2000 Tänze. Sprays und Stickers. Was mega krass ist, ich vermute wirklich, wir bekommen Renegade Raider und der Traum wird wirklich wahr. Wenn wir runterscrollen, bei Kondensstreifen haben wir hier erstmal die erste Kondensstreife, Sprühfarbe von der Season 4. Wir haben hier einmal Feuer, also besser gesagt Flammen, habe ich auch von der Season 4. Dann haben wir einmal Sternschnuppe von der Season 4. Eigentlich ist alles da, was man eigentlich braucht in der Season 4. Wir haben natürlich auch die neueren, glaube ich. Ja, Kapitel 4, Season 4 haben wir auch drin. Wir haben hier einmal den neuen großen Ding drin, einmal mit dem Koffer, also besser gesagt die Tasche vom Bankraub. Passt eigentlich auch vollkommen und ich würde wirklich sagen, wir haben eine sehr gute Chance, Renegade Raider zu bekommen. Wenn wir nach unten gehen, haben wir hier einmal Mako drin von der Season 1. Wir haben hier auch ganz viele andere Dinge drin. Wir haben sogar einen gewöhnlichen Hängekleider, den Hexenbesen. Wir haben hier einmal Regenschirm. Wir haben hier einmal Betuni von der Season 1. Wir haben hier einmal Mako, wir haben hier einmal Weltraum, wir haben hier einmal Planetsonde, wir haben einmal den 2000 V-Bucks
Engelkleider, höhnischer Rache. Dann haben wir hier einmal einen Standardschirm von der Season 5. Wir haben insgesamt 500 Engelkleiders. Wir scrollen runter und wir haben hier einmal die Renegade-Spitzhacke. Wir haben hier einmal Zuckerhacke. Wir haben hier einmal Schnitter. Wir haben hier einmal Cliffhanger. Wir haben hier einmal Glattrasur von der Season 1. Wir haben hier einmal den Pömpel. Beim Rückenaswar haben wir einmal ganz unten das schwarze Ritterschild. Wir haben hier erstmal natürlich Royalschild von der Season 2. Dann haben wir einmal von der Season 2 Knapperschild. Dann haben wir hier einmal Tasche der Freude. Wir haben hier einmal Rostlaube von der Season 3. Season 3 hat man Rostlaube als Schädigung bekommen, weil Fortnite einen Tag down war. Ich würde sagen, wir fangen oben an. Wir haben hier einmal Batman. Wir haben hier nochmal Batman. Wir haben hier einmal Harley Quinn. Wir sind jetzt bei der DC-Reihe. Weiter unten haben wir hier eine neue Reihe, die dunkle Reihe. Das konnte man sich halt holen im Paket für 25 Euro, glaube ich. Also auch nicht so selten. Da haben wir hier einmal die Eisreihe. Konnte man sich auch in im Paket. Und dann haben wir hier einmal die Gaming-Legende-Reihe. Also Gold, alle so Gaming-Legende halt. Natürlich die Assassin's Creed. Natürlich alles Mögliche. Dann haben wir hier einmal natürlich die Ikone-Reihe, wo wir natürlich hier auch das Gott haben. Wir haben hier Ariana Grande. Die Granate, da haben wir Lachlan, da haben wir Mr. Beast drin, da haben wir einmal den Marshmallow drin, dann haben wir einmal Ninja drin, wir haben einmal Travis Scott drin, Feuer, also Inferno, dann haben wir hier einmal Lava, Liebeskummer Ranger, wir haben einmal Black Widow, die seit 1600 Tagen nicht mehr im Eyeshop drin war, die OG Black Widow, den habe ich auf meinem Hauptaccount, auf diesem Account für 1400 Euro ist Black Widow drin, das mega gut ist. Wir haben dann hier einmal Dr. Doom, okay, auch mega krass. Dann haben wir einmal Mystique drin, auch nice. Wir haben hier einmal Spider-Man Miles, okay, auch mega nice. Okay, weiter. Wir haben hier Darth Vader, wir haben die Star Wars Skins. Das ist auch natürlich mega nice, sehr wichtig und richtig. Das ist natürlich mega gut. Dann haben wir hier einmal Charlie Banani von der Season 8. Wir haben Iconic. Wir haben Marshmallow. Wir haben einmal das Paket, der Eisbist von der Season 6. Das Paket kostet 100 Euro, meine Freunde. Hier mal ein Bild eingeblendet. Der ist auch mega selten. Hier auch mal der Preis eingeblendet. Der ist auch mega selten und mega teuer. Okay. Wir haben den Galaxy Skin, einmal der exklusive Skin von der Season 5, wo man sich ein Samsung kaufen musste, damit man den Galaxy Skin bekommt. Oh, ich glaube, das ist Renegade Raider. Ich glaube, for real, das ist Renegade Raider, Freunde. Ich glaube, for real, das ist Renegade Raider. Wir scrollen nach unten. Wir haben Renegade Raider, Digga. Wir haben Renegade Raider, Freunde. Das bedeutet, wir haben jetzt Renegade Raider bekommen von der Season 1. Miese Mordororen. Wir haben einfach Renegade Raider bekommen. Oh mein Gott. Oh mein Gott. Und wir haben Assault Trooper. Oh mein Gott, wir haben Renegade Raider. Das war's halt von mir, Freunde. Lasst ein Like da, lasst ein Abo da. Und ich würde sagen, wir sehen uns im nächsten Video. Schön mit Ö.